Hallo Freunde und herzlich willkommen hier beim ersten Part Let's Play Together LS15 auf der Bjornholm Map mit dem Adcrafter und der Modlina. Hallo. Hallo. Und natürlich den Carbon. Natürlich der Carbon, der ist auch irgendwo hier. Ich sehe ihn gerade nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es jetzt so sein, Freunde, bevor wir jetzt da 5 Minuten stehen und erklären, werden wir vermutlich gleich loslegen. Ja, am besten. Ich würde vorschlagen, weil wir haben einiges zu tun, Freunde. Das Problem, unter Anführungszeichen Problem, ist nämlich, dass wir hier leider Gottes schwer gewählt haben. Also ich habe meine Hand nicht anders... Absichtlich. Meine Hand hat einfach gemacht, was der Crafter gesagt hat. Und ja, ich wollte eh leicht spielen und nur 10 Parts, wie es man von mir eigentlich kennt, aber jetzt haben sie gesagt, na, spielen wir schwer, ich soll nicht so ein Pussy sein und ja... Es wird schwer und 3 Parts, es wird leicht und 10 Parts. Genau. Na, also ja. Wir haben einiges vor. Wir werden jetzt die ersten Parts sowieso nur erklären, Freunde. Unsere Projekte erklären und überhaupt uns erklären. Modlina war schon mal bei einem Livestream dabei. Und ja. Mit Adcraft habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass es den gibt. Aber ja. Das ist halt. Danke. Nein, aber wir haben noch nie was miteinander gemacht. Ich glaube, wir haben mal irgendwo mal miteinander geschrieben. Oder auch im Teamspeak doch kurz geredet. Teamspeak kurz geredet, ja. Genau. Wir werden so viel klären, Freunde. Ihr werdet jetzt gar nicht dazu kommen, dass ihr irgendwo von Spiel seht, aber wir werden jetzt trotzdem beginnen. Blau ist der Adcrafter und rot, leider rot, ist die Modlina. Ja. Leider ein männlicher Charakter. Skin, das ist schade, aber vielleicht. Weibliches DLC, ja, so nah, wir sind nicht bei Sims, ist wurscht. ich würde vorschlagen, ich weiß noch gar nichts, ich weiß nur, dass dieser saugeile, mir gefällt der persönlich extrem gut, ja. Frischer hier steht, der Sampo Rosenleaf. Ist der eigentlich schon schmutzig oder ist das Kind standardmäßig? Der ist Schmutz, der ist schon ein bisschen schmutzig, okay. Weil der davon ausgeht, dass er da hergefahren ist, vermute ich jetzt. Und ich finde, es klingt verdammt logisch. Ja, das stimmt. Ist logisch, mhm. Ja, danke. Durchaus. Dann nehme ich gleich mal einen Schluck von meiner Lidl Mineralwasserflasche. Ich hab du mit deinem Lidl. Saskia, ich hab fast kein Saskia mehr. Sei es wie es sei, wir können gerne beginnen. Ihr könnt, wer will, bitte, ich lasse ihn gerne in Vortritt. Ich hol mir noch einen Traktor und einen Kipper. Und ich würde vorschlagen, oh, tu es. Ich tu es einfach. Mach es. Oh, wart noch. Den Schmetterling. Das ist kein Schmetterling, das ist ein Löwenzahn. Ja, die Pusteblumen-Dinger. Pusteblumen, ja, stimmt. Pusteblumen, genau. Los geht's. Ja, mal gucken, dass alles geht. Steuerung ist eh gleich geblieben, ne? Ah, das ist aber, ja, natürlich, nicht schlecht. Also, aber wart noch mal ganz kurz. Grafik ist schon geil. Ich fühle mich gerade irgendwie, weiß nicht, ich stehe nicht gesund. Aber die Grafik kann sich schon sehen lassen. Auf alle Fälle, ja. Aber wir werden das so viel dazu. Du kannst gern, wenn du dich bereit fühlst, hier die ersten. Oh, ich kann gar nicht hinschauen. Darf ich es wagen? Wage es. Sei mutig. Nein! Ah, nicht so schnell, bitte nicht so schnell. Das ist ein neues Gerät. Du kannst es nicht gleich kaputt. Nein. Oh, und das ist schon gebraucht. Wertverlust von 70%. Jetzt haben wir es. Warte, ich wollte nur kurz die Seiten wechseln. Boah, schaut das geil aus. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt nicht mehr die Stufenweise. Nein, das ist intelligent, der Tempomat. Das ist das richtig heißt, intelligent. Der fährt so schnell, wie er fahren darf. Auf oder der so Stufe ähnlich. 4, oder? Wie? Stufe 4 gibt's ja. Ja, ich hab keine Ahnung, ich hab's selber noch nicht probiert, aber ich hol mir noch einen kleinen Trag, der trinkt trotzdem nur mal kurz von meinem Wasser. Du traust dir aber was. Wir haben viel zu bereden und ich werde es einfach so machen, dass man das nicht sieht. Wir werden, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht der ganzen Zeit reden, aber... Nimmst du mit Facecam auf oder wie? Na, natürlich nicht. Weil du gerade gesagt hast, dass man es nicht sieht. Man sieht es auch nicht. Ja, das ist irgendwie. Deswegen nehme ich ja nicht mit Facecam auf. Ui. Nein, ich muss schon dazwischen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Bei mir ist die Speicherreduktion schon mittlerweile eingetreten. Das ist, ob einem gewissen Alter passiert das leider. Okay, naja, so alt ist auch nicht. Naja, also gefühlt, ich weiß nicht. Gefühlte 60, aber. Ja, aber eigentlich bin ich erst 58. Weiß noch keiner. Ich war wie 73, aber. Ah, es ist aber schon so, wenn man viel redet, ist mir früher nicht so passiert, aber mittlerweile, wenn ich viel rede oder Livestream 1,5 Stunden, dann muss ich was dazwischen trinken. Das ist. Naja, es ist immer so eine Sache. Aber finde ich auch nicht schlecht. Lidl Mineralwasser geht eigentlich immer. Nee, ich mag generell kein Mineralwasser. Dann kennst du das vom Lidl nicht. Es ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das ist. Kann ich ja mal kaufen, oder müde. Ja. Jo, genau. Schick.
Schicks einkaufen. Du kannst gerne, Martina, du kannst da gerne, kannst du da hier diesen Prestige Drive Power Hürlemann bewegen. Ja. Ich werde einfach mal gucken, was es so gibt. Ich schaue jetzt einmal todesmutig in den Shop-Bereich. Ich war dort erst einmal. Und das war gestern? Gestern war das Bild. Aber heute, ich habe ja vorher einen Part aufgenommen und es war wahnsinnig kompliziert auf den ersten Blick. Aber in Wirklichkeit echt gut gemacht. Naja, aber der Shop ist meiner Meinung nach schon ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig. Natürlich, aber ja. Insgesamt besser als wie... Ich hab mal diesen, die Karte zum Beispiel, der PDA, von mir persönlich ganz, ganz cool. Ja, das finde ich gut, dass man da schön rauszoomen kann und dass sie leicht transparent ist. Heißt, du kannst auch während dem Spiel noch schön auf die Karte schauen und siehst ein bisschen, was im Hintergrund passiert. Aber ich merke gerade selber, wo oben. Ah, Garage ist das, was ich selber im Besitz habe, oder? Genau, ja. Ah. Und unten siehst auch immer die Anzahl, wie viel wir davon haben. Wo? Irgendwo unten, weil wir haben ja zwei Schlepper von jedem. Ah, sie besitzen. Genau. Wir haben zwei Deutz, die schnappt man Deutz. Ja, vier Stück müssen wir haben. Ja, wir haben leider Gottes nur einen bei diesen super tollen Brandner. Dafür hätten wir da schon einen wunderschönen kleinen Köckerling. Das ist Köckerling. Wie viel Geld haben wir eigentlich am Anfang? Wir haben nur 3.922. Aber das reicht ja gerade mal für unsere Ration Bier. Dann müssen wir das billige kaufen. Da müssen wir auf ja, Dosenbier umstellen. Nein, Dosenbier. Ja, Lidl-Dosenbier, okay? Recht viel billiger geht's dann nicht mehr. Und für dich Mineralwasser. Genau, okay, da brauche ich wenigstens... Überredet, ne? Brauche ich wenigstens jetzt gerade... Was ist denn da los? Wir können Geräte auswählen. Mit G? Was ist denn für ein Gerät? Mit G? Ich muss Sauhänger, vergiss, das war Spaß. War nur ein Test, ob es aufpasst. Nein, ich muss ja erst anhängen, das vergiss ich ja immer ständig. Aber wisst ihr, was cool ist? Dass die Beleuchtung quasi mit verbaut ist. Beleuchtung 3.1 und das ist recht geil. Ja, das wird ja auch mal Zeit, oder? Weil das ist ja. Ja, aber das wäre schon um 13er Zeit gewesen. Ich sage jetzt nur, ich würde jetzt nicht schlecht reden, aber. Heute tut schon meine Meinung, also. Also wohl, ich glaube, das Mindeste, um das real zu gestalten. Aber die Fahrphysik, ich bin fasziniert. Die Reifenspuren und was, das macht alles schon Sinn. Also das ist auch diese ganzen Tachonadeln und was, das bewegt sich alles, das schaut alles gut aus. Auf alle Fälle, ja. Und insgesamt wirkt die Grafik für mich erwachsener. Erwachsener, aber trotzdem auf einer Seite irgendwie so plastikmäßig, meiner Meinung nach. Aber passend. Also ich finde, der Stil hat sich nur in eine Richtung entwickelt und es wirkt nicht komplett anders als mit der 13er. Man sieht, dass er Nachfolger ist. Das auf alle Fälle, ja. Das stimmt. Also, bei anderen Spielen schaut das gleich komplett anders aus, aber da schaut es in Wirklichkeit nur besser. Ja, reifer aus. Besser, ja, genau. Also, ich weiß nicht, ich finde nur lobende Worte aktuell. Es wird sich sicher nur, ich bin leider Gottes ein bisschen Realist, es wird sich sicher nur herausstellen, dass es ein paar Punkte gibt, die man nur hätte verbessern, erweitern, bla 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 können, aber wird schon sehr positiv überrascht, an manchen Stellen extrem sogar. Also die Fahrphysik und das Feeling im Traktor und was, es schaut schon echt gut aus. Das auf alle Fälle. Ich finde auch, was mir aber ein bisschen abgeht, ist, wenn du zum Beispiel ein Gerät ankuppelst, rechts das Symbol, das du ankuppeln kannst. Es ist aber cool versteckt. Es ist versteckt, aber es fehlt mir dann. Ich weiß jetzt, was du meinst. Man denkt, dieses Gerät der Auswahl. Nee, da nee, unten. Aber. Ja, das Symbol. Ist ja. Oh, ich tue gerade. Ah, okay, geht eh nicht. Fliegen. Haben wir gedacht, oh. Damit man weiß, wann man anhängen kann. Aber dafür steht jetzt rechts unten die Höchstgeschwindigkeit. Ah, mit dem Traktor kann man echt Stufe 4 fahren. Bei mir geht das nicht. Die 3. Stufe 3 geht. Stufe 3? Ja. Ah, okay, Stufe 3. Oh, da fährt zu schnell. Aber Helfer getestet. Aber wollen wir eigentlich nicht testen. Ja. Können wir sich gar nicht leisten. Achtung. Alter, der kostet ja extra. Mal. Freunde. Es gibt los. Keiner, Gott sei Dank habe ich es auf Video. Werd arbeiten jetzt. Du und arbeiten? Ja, eben, das muss ich ja dazu sagen. Gibt es jetzt kein Tempomat mehr? Doch, 4. 4 gibt es aber, mehr gibt es glaube ich nicht. Na, das ist der Intelligenz. Oh, der zirkt ein bisschen nach links. Der zirkt. Das ist die Physik, was du gesagt hast. Ja. Du hast das gesagt, dass die Physik. Ja. Oh yeah. Aber das ist der intelligente Tempomat, wenn man die Stufe 4, die Taste 4 drückt. Dann fährt er quasi nur so schnell wie er soll. Zumindest 3 ist es bei mir, wenn ich 4 drücke, tut er gar nichts. Okay, bei mir ist eigentlich. Oh, dann war es 3, Entschuldigung. Keine Ahnung. Sagen wir mal so.
Ah, der Carbon ist auch hier. Der auch mal was arbeiten. Selten aber performance-technisch, habt ihr irgendwelche Einbußen oder so? Ein paar Rückler durchs Internet wahrscheinlich, aber sonst... Nicht schlimm. Ja, Dreschen ist schon bescheiden. Es ist aber vielleicht... so. Aber wir werden auf irgendeinen Server werden wir dann umziehen. Das ist jetzt gut, nur in der Not quasi, jetzt einmal lokal gehostet bei mir. Aber es sollte... Ja, ist halt schade, leider. Aber Bremslichter sind auch dabei. Ey, mei. Wir müssen als erstes einen Kärcher kaufen, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Ja, alles dreckig hier. Dass die Madeline einen Job hat, nein. Also nicht auf dem Niveau. Also das. Naja, mit Kerl kann sie aber rumhantieren. Ja, stimmt. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man eine Frau dabei hat. Da fällt man automatisch in das eine, finde ich. Ja, man muss halt ein bisschen bedenken. Ja. Du holst ja die Hiebe, auch, nicht ich. Ja, wer weiß, vielleicht trifft man sich mal. Nächstes Jahr auf der Game City kriege ich wohl die Hiebe zurück. Schön mit 10 Möd. Ja. Gingen die Spuren eigentlich wieder weg? Hört mal, wenn du drüber gruberst, oder? Ah, nein, die Reifenspuren, ich glaube, die verschwinden so nah. Ja, die verschwinden automatisch, ja. Ja, okay, das finde ich aber eh gut gelöst. Beständig. Ja, wobei... Oh, ich würde das irgendwie so machen, wenn es regnet oder so eigentlich. Vielleicht geht es da auch weg. Das kann ja auch sein, dass es da auch weg geht. Ich tue immer so driften. Ja, wie du fährst, ja. Dann voll driften hier. Ah. Ja. Aber schon ganz schön dreckig. Ich hoffe aber, dass der Traktor zumindest wieder reiner wird, wenn es regnet. Also das wäre dann sonst schade. Das wäre cool, ja. Zumindest ein wenig halt. Voll eh nicht. Aber. Ja, ja. Naja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, wann der erste Regentag kommt. Genau. Wir werden viel Zeit verbringen mit Reden, weil wir ja bis jetzt eigentlich noch gar nicht unser Projekt erklärt haben. Es ist eh lustig. Vorher haben wir gesagt, ja, viel reden und die ersten Parts werden wir reden und jetzt reden wir schon alles andere. Ja. Nur nicht, was wir eigentlich machen gerade. Ja, was haben wir eigentlich vor jetzt? Du kannst es gerne mal oder die Madeline, die redet eh so wenig. Ja, ich will euch nicht unterbrechen. Einfach zwischenquatschen. Ja, mei. Ja. Also, wir haben vor. Nee, hab ich nicht. Wir haben vor, oder wir starten jetzt sozusagen. Zwei Projekte. Zwei Let's Play Together. Einmal eben auf der Björnholm. Und einmal auf der Westbridge Chills. Ja, das haben wir vor. Was noch? Ja, ein bisschen arbeiten zwischendurch noch. Versuchen zumindest. Felder bewirtschaften und so haben wir auch vor eigentlich. Was habt ihr? Wir haben das voll genau ausgemacht. Wir werden machen, jetzt Freunde, jetzt muss ich nochmal helfen. Wir werden machen Multiplayer, wir zu dritt, beziehungsweise wird dann nur der Danny mit einsteigen, wenn er die Version hat. Wir haben natürlich auch geplant Livestreams, die sind jetzt noch nicht fix mit Terminen geplant, das werden wir aber machen. Das werden wir aber dann quasi. Wir haben beschlossen, dass wir eigentlich jetzt nicht wirklich unsere Kanäle verbinden, aber gerne, weil wir alle drei auf einer selben Wellenlinie schwimmen, würden wir gerne mehr miteinander machen. Also das sind jetzt nicht nur drei Parts mit den zwei, sondern es werden wirklich, wirklich mehr Parts. Und wir werden, wie gesagt, auch Events starten, also so Wett-Dreschen und Wettkämpfe, wie man es eigentlich schon am Schluss jetzt beim Lioncast-Gewinnspiel bei mir gesehen hat. Das wird es alles geben in Form von Livestreams. Es wird Community-Zocken hin und wieder geben, also wir mit euch, aber jetzt, Freunde, jetzt fangen wir da mal Let's Play Together zu spielen und alles andere kommt dann in Form von Videos. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass ihr quasi unsere Kanäle abonniert, dass wirklich nichts verpasst. Ansonsten reicht es eigentlich nicht, wenn man ständig nachfragt, irgendwie auf Facebook oder so, kann man auch, aber Sinn macht schon, wenn man sich die Videos anschaut, dann erfährt man eigentlich alles. Aber machen wir mal einiges. Also ich habe sowieso vorher schon gesagt, ich werde meinen Kanal sowieso mit LS15 dann nur weiter prägen, landwirtschaftlich, als was ich schon mit 13 gemacht habe. Und Madeline und der Adcrafter werden auch noch genug bringen, also es wird Wahnsinn. Ja, definitiv erst. Gleich viel Folgen wie du, auf alle Fälle wahrscheinlich. Ja, überhaupt. Vom Projekt mal. Ja, wir sollten überhaupt noch auch sagen in dem Part, also wir laden die Parts gleichzeitig hoch, also wenn ihr bei mir schauen wollt,
oder wenn ich ein Part veröffentliche, was die Madlina gerade macht oder Deadcraft, da schaut einfach vorbei. Wir laden am Tag genau dieselben Parts hoch, also nicht irgendwie zeitversetzt oder fortschrittversetzt, also keine Nein. Sorge, Freunde. Also ihr könnt gern bei uns drei schauen, wenn ihr verschiedene Blickwinkel haben wollt. Es wird sicher super Sache. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt 15 Minuten erreicht. Wir wollen jetzt bei 15 Minuten Parts bleiben, vielleicht einmal ein bisschen länger, aber jetzt erstmal 15 Minuten. Wir haben ja nur die zweite Map, die Westbridge Hills, und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.